Eben nicht nur auf die Ski unterwegs, sondern veranstalten heuer zum 8. Mal das Aufstiegsrennen mit toller Beteiligung. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass so viele gekommen sind. Wir haben rund 80 Teilnehmer gehabt. In der Mannschaftswertung haben es nicht alle geschafft, weil teilweise die Teams nur zu zweit angekommen sind. Es freut mich, dass das Ganze unfallfrei über die Bühne gegangen ist. Und wie ihr seht, wir haben wirklich einen der schönsten Berge mit Aussicht auf das Inntal. Deswegen glaube ich, dass das Nachtrennen wirklich ein tolles Highlight in dieser Saison darstellt. Ich möchte euch jetzt nicht mehr länger auf die Folter spannen. Kämpft alle gut heim und viel Spaß bei der Preisverteilung. Danke. Ja, wir starten jetzt dann mit der Kurzstrecke. Die sage ich an. Platz Nummer 7 ist die bei den Damenklasse. Platz Nummer 7 ist die Rosi Blucker. Platz Nummer 6 ist die Andrea Knapp. Platz Nummer 5 ist die Yvonne Heider. Platz Nummer 4 ist die Manuela Neiertz. Und jetzt bitte herauszukommen da vorne in den Wintergarten. Platz Nummer 3 mit einer Zeit von 30:45:18 ist die Christina Sautner. Wo haben wir die Christina? Christina Sautner, Platz Nummer 3. Platz Nummer 3, Christina Sautner in der Strecke, Kurzstrecke Damen. Christina Sautner ist eh nicht mehr da. Dann gehen wir weiter mit Platz Nummer 2 mit einer Zeit von 30:25:38 ist die Lea Hornacher. Und Platz Nummer 1 mit einer Zeit von, da ist jetzt die Christina, oder? Da, die Christina Sautner, gehen wir gerade Tobi bitte. Platz Nummer 1 mit einer Zeit von 27:13:72 ist die Daniela Rubana. Auf der Kurzstrecke. Dann gehen wir weiter zu den Herren auf der Kurzstrecke. Platz Nummer 19 geht an den Chris Drücke. Platz Nummer 18 an den Andreas Hösch. Platz Nummer 17 an den Werner Engel. Platz Nummer 16 an den Sepp Holzberg. Platz Nummer 15 an Andreas Steck. Platz Nummer 14 Philipp Beil. Platz Nummer 13 geht an den Sebastian Schweiger. Platz Nummer 12 an Thomas Scheiring. Platz Nummer 11 an Uwe Grimitzberger. Platz Nummer 10 an Thomas Burlacher. Platz Nummer 9 an Peter Ober. Platz Nummer 8 an Marinko Barak. Platz Nummer 7 an Roland Eberl. Platz Nummer 6 an Christian Kreidel. Platz Nummer 5 an Stefan Krall. Platz Nummer 4 an Christian Wildauer. Und Platz Nummer 3 mit einer Zeit von 24:50:82 geht an den Daniel Nefrik. Platz Nummer 2 mit einer Zeit von 24:22 geht an den Andreas Hetzenauer. Und Platz Nummer 1 mit einer Zeit von 24:02 geht an den Reinhard Huth. Applaus für unsere Sieger auf der Kurzstrecke. Und? Weiter geht's dann wieder auf der Langstrecke. Und da sind die Damen. Welche Mann ist erste oder Frau? Welche? Das ist die kurze Strecke gewesen. Der ist erster. Damen 1, Platz Nummer 3 mit einer aber Zeit weißt von du Peter, 11:55. Peter, immer kommt hier. Weißt du, Peter? Ja, 9. oder 10. Ah, ja. Ja. Haben wir die Christine Schweinberger da, Platz Nummer 3. Christine Schweinberger. So, da gibt es jetzt daher die Christine.
Zeit von 52:30:96 geht an die Katharina Alberti. Katharina Alberti, wo haben wir sie? Katharina Alberti, ist der noch da? Da kriegt sie. Und Platz Nummer 1 in der Klasse. Damen 1 Langstrecke mit einer Zeit von 51:13:22 geht an die Kirstin Berglund. Da kommt sie, die Kirstin. Gratuliere. Applaus für unsere Sieger in der Klasse Damen 1 Langstrecke. Bitte. Weiter geht's in der Klasse Damen 2 Langstrecke. Mit einer Zeit von 55:01:53 geht Platz Nummer 3 an Romy Frank. Wo haben wir sie, die Robi Frank? Robi Frank, die ist schon draußen, Platz Nummer 2 mit einer Zeit von 53:00:46 geht an Kirstin Warnecker. Platz Nummer 1 mit einer Zeit von 48:50:99 geht an Birgit Stuffer. Jetzt machen wir ein Foto, Franz. Oder? Einen Applaus für unsere Sieger in der Klasse Damen 2 Langstrecke, bitte. Danke. Dann geht's weiter mit der Klasse Herren 1. Platz Nummer 6 geht an Stefan Dambelt. Platz Nummer 5 an Finn Hirsch. Platz Nummer 4 an Jakob Winning. Platz Nummer 3 mit einer Zeit von 44:43:21 geht an Martin Schellhorn. Platz Nummer 2 mit einer Zeit von 42:59:25 geht an Dominik Salcher. Und ist der Dominik Salcher schon auf dem Weg aus? Er ist so schnell, dass ich einfach nicht finde, der Dominik. Von Platz Nummer 1 mit einer Zeit von 40:20:73 geht an den Christoph Wall. Ein kurzer Hinweis, die Ergebnisliste ist dann auf der Homepage der Depo Schwarz. Wird die hineingestellt. Die Ergebnisliste findet ihr dann auf der Homepage der Donnerschaft Sparkasse Schwarz, Sektion Schilau. Einen Applaus für unsere Sieger der Klasse Herren 1. Weiter geht's dann mit der Klasse Herren 2. Nice.
wünschen wir mal bitte. Bernhard. Ganz kurz bitte, danke. Jakob Wibling, Dominik Schellhorn und der Martin Schellhorn und der Dominik Salchner sollten bitte nochmal rauskommen. Der Dominik Salchner ist uns in die falsche Gruppe reingerutscht und hoffentlich hat er einen Schnaps ausgetrunken. Und ich bitte außerdem Jakob Wibling. Ist jetzt Platz Nummer 3. Der ist außen der Jakob, oder? So, jetzt haben wir es richtig. So. Jetzt geht es weiter mit der Klasse Herren 2. Platz Nummer 14 geht an Andreas Kronroos. Platz Nummer 13 Philipp Wagner. Platz Nummer 12 Bernhard Kroppmeier. Platz Nummer 11 an Dominik Hauser. Platz Nummer 10 an Markus Hollaus. Platz Nummer 9 an Martin Feiersinger. Platz Nummer 8 an Michael Vorhofer. Platz Nummer 7 an Benjamin Buchlack. Platz Nummer 6 an Simon Stock. Platz Nummer 5 geht jetzt an den Tobias Wechselberger. Platz Nummer 8, ich komme mit. Dominik Salchner, Platz Nummer 4 geht an den Matthias Alberti. Platz Nummer 3 mit einer Zeit von 41,07,74 geht an den Matthias Melchori. Matthias. Ist schon da. Ist er schon da? Ja. Hallo. Platz Nummer 2 mit einer Zeit von 40,33,22 geht an den Daniel Wildauer. Und ist der Daniel auch schon außen? Der kommt. Kommt da? Ja. Und Platz Nummer 1 in der Klasse Herren 2 mit einer Zeit von 40,25,81 geht an den Thomas Grimbacher. Für unsere Herren 2 bitte, danke. Weiter geht's dann in der Klasse Herren 3, Platz Nummer 12 geht an Armin Huber, Platz Nummer 11 an Matthias Diepacher, Platz Nummer 10 an René Prieflinger de Barbandin, Platz Nummer 9 an David Stieler, Platz Nummer 8 an Oliver Bichler, Platz Nummer 7 an Markus Meinecke. Platz Nummer 6 an Alexander Wagner, Platz Nummer 5 an Philipp Kirschner, Platz Nummer 4 an Juraj Malek und Platz Nummer 3 mit einer Zeit von 49,02,31 an Markus Wacker. Herren 3, Markus Wacker ist schon da. Platz Nummer 2 mit einer Zeit von 41,14,51 geht an den Marian Staller. Wo ist jetzt der Marian? Marian Staller. Marion Staller, wo ist er? Ah, der Marion hat sich nur füllen gehen müssen.
Und Platz Nummer 1 mit einer Zeit von 39,59,94 geht an den Georg Ecker. Weiter geht's mit der Klasse Herren 4. Platz Nummer 9 geht an Wolfgang Eberhauter. Platz Nummer 8 an Christoph Leiter. Platz Nummer 7 an Carsten Schehage. Platz Nummer 6 an Franz Gruber. Platz Nummer 5 an Andreas Schmidt. Platz Nummer 4 geht an Christoph Denk. Platz Nummer 3 mit einer Zeit von 46,50,61 geht an Bernhard Saltner. Bernhard Zeltner. Platz Nummer 3, Bernhard Zeltner. Ist schon da, Entschuldige. Platz Nummer 2 mit einer Zeit von 45,39,33 geht an Günther Zimmermann. Mit einer Zeit von 41,31,99 geht an Manfred Holzer. So, einen Applaus für unsere Sieger der Klasse Herren 4, bitte. Weiter geht's mit der Klasse Herren 5. Platz Nummer 2 mit einer Zeit von 48,22,99 geht an den Wolfgang Rauch. Platz Nummer 1 in der Klasse Herren 5 mit einer Zeit von 42,17,03 geht an den Thomas Koller. Klasse Herren 5, Dankeschön. Und dann geht's weiter mit der Klasse Herren 6. Platz Nummer 4, Martin Butcher. Platz Nummer 3 mit einer Zeit von 56,00,64 geht an Raimund Vogelsberger. So, ist der Raimund Vogelsberger schon unterwegs? Ja, ich glaube schon. Ja, der Raimund ist schon unterwegs. Platz Nummer 2 mit einer Zeit von 50,43,07 geht an Peter Flunger. Und Platz Nummer 1 in der Klasse Herren 6 mit einer Zeit von 48,50,38 geht an Peter Thaler. Einen Applaus für unsere Sieger der Klasse Herren 6. Weiter machen wir dann mit den Tagessieger. Tagessiegerin mit einer Zeit von 48,50,99 ist die Birgit Stuffer. Okay.
Und Tagessieger mit einer Zeit von 39,59,94 ist der Georg Icker. Wo haben wir denn den Georg Icker? Nochmals ein kurzer Hinweis. Die Ergebnisliste findet ihr auf der Homepage der Donnerschaft Sparkasse Schwarz, Sektion China auf. In den nächsten Tagen wird sie da eingestellt. So, einen Applaus für unsere Tagessieger bitte noch einmal. So, und jetzt machen wir nur die Mannschaftswertung, wie ihr schon gehört habt. Es sind vier Mannschaften, die drei Leute zusammengebracht haben. Und jetzt bitte aber alle außer dem Platz Nummer 4. Jo, Moridl, Wechselberger Tobias, Stuck Simon und Trockmeier Bernhard. Bitte, rauskommen. Machen wir sie denn? Wenn schon. Und der Zeit vom vierten Platz ist 2:14:32.43. So, jetzt können wir sie aussehen. Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 in der Mannschaftswertung mit einer Zeit von 2:13:00.95 geht an regionalsport.at. Wildauer Daniel, Staller Maria und Berglund Christian. Weiter geht's dann mit Platz Nummer 2 mit einer Zeit von 2:06:15:14. Wir dann RT Mountainshop Hörhager, Eker Georg, Manfred Holzer und Martin Schellhorn. Jetzt Platz Nummer 1 in der Mannschaftswertung mit einer Zeit von 2:03:50.58 geht an das Priestental Connection. Limbacher Thomas, Belfori Mattia und Müller Thomas. Sieger der Mannschaftswertung, bitte. Danke. Im Namen der Donnerschaft Sparkasse Schwarz möchte ich mich bei allen bedanken, dass es da war. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke, dass es eine tolle Veranstaltung war. Wir danken uns freuen, wenn wir euch nächstes Jahr wiedersehen und wünschen eigentlich allen eine gute Heimfahrt. Kennt gut, Obi. Gesund, Obi. Passt auf mit Obi fahren. Danke und einen schönen Abend euch.